Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Livestream zu euch zu Farpoint. Ja, beim letzten Mal haben wir das Scharfschützengewehr freigeschaltet. Haben jetzt kein Sturmgewehr mehr. Da freuen wir uns alle. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Verlust oder eine Verbesserung ist, dass ich jetzt kein Maschinengewehr mehr habe. Scharfschützengewehr, da sagt man auch nein. Ja. Ich habe übrigens mal in die Erfolge reingeguckt nach dem letzten Stream. Wir haben schon 50% aller Holo-Dinger eingesammelt. Das heißt, wir haben mindestens schon 50% der Story geschafft. Ich dachte, das Spiel wäre länger. Ja, das erkennen wir schon. Okay. Die beiden sind weg. Ich hoffe, ihr seht das gut mit dem Fadenkreuz, weil ich sehe das nie. Ich sehe das immer erst in der Bearbeitung. Oh! Verdammt, der letzte Schuss hat daneben geschossen. Es kribbelt so am Arm, wenn da das Kabel entlang geht. Ist mir etwas schön am Scharfschützen gewährt, dann kann ich auch so sehen, was ich fast wusste. Wie lange ist das wohl schon hier? Sehr viel länger als wir. Zwei Sachen kommen in Frage. Was auch immer da drin war, ist schon lange tot. Oder was? Oder es hat sich vermehrt. Was machen wir? Das ändert nichts an der Mission. Ja, bevor ihr fragt, ich mache wirklich nur den Story-Modus, ne? Das ist nochmal einer von denen. Weg, 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 weg! Ich muss außerhalb des Schutzfelds bleiben. Da war das Ding Fratze! Wuhu! Irgendwo hier lagen doch noch Granaten für mich rum. Nimm mir besser ein volles Paket mit, wenn ich schon weiterziehe. Unglaublich, dieses Spiel. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich das jetzt nur aus Zufall mehr oder weniger jetzt auch streamen bzw. Let's Play, ne? Hätte ich niemals diese Perle hier gespielt. Das Spiel ist halt deutlich besser, als ich mir beim ersten Blick vorgestellt habe. Hier in der Seite waren auf jeden Fall Granaten. Die Wolfs, ne? Die sind wirklich schlimm. Muss man mal nebenbei erwähnen. Würde mir das Spiel nicht sagen, wie die heißen. Ich würde es wahrscheinlich nie herausfinden. Ach, wer hat mir dieses riesengroße Lagerfeuer gemacht? Und warum habe ich meine Marshmallows vergessen? Wäre doch so lecker. Ab durchs Rohr. Man sieht hier einen feuchten Dreck, ne? Oh, ein neues Gebiet. Wunderschön. Und sieht mir nach Viech aus.
Was ist das? Ich weiß ja, dass dieses Ding aggressiv ist. Zumindest wenn man drauf schießt. Ich gehe mal einfach durch, ne? Bei Secrets gibt's nicht wirklich in diesem Spiel. Boah, das Ding sieht aber trotzdem geil aus. Im Übrigen auch für VR-Spiele. Ich habe schon mir zwei Spiele, die dieses Jahr rauskommen sollen, also an VR-Spielen, schon auf der Liste gesetzt, dass ich sie wahrscheinlich dieses Jahr noch machen werde, entweder als Let's Play oder als Stream. Ja, da schon wieder die Maschinchen. Hi! Die werden auch immer größer. Da kommen Raketen. Ich muss näher ran. Aua. Einen habe ich kaputt. Ja, beide kaputt. Ich hole mir schnell da hinten die Granaten wieder. Ja, ich hole es mir definitiv wieder. Okay, jetzt sind hier eh keine Granaten mehr. Kann ich die hier abschießen, die Dinger? Ja, ich kann die wegschießen. Okay, hier sind auch noch Granaten. Nehme ich mir direkt eine mit. Vier Granaten braucht man, um die Dinger umzunieten. Was ist das dann an Molochs? Immer diese Molochs. Ich dachte, jetzt hier liegt auch was für mich. Ist das hier nur für einen Schrottplatz? Puh. Die sind so nah, als dass ich Zeit hätte, mit dem Scharfschützengewehr zu ziehen, oder? Nö. Die sind echt schwach, die Drohnen. Ich stand vor denen, die hätten mich niederschießen können, haben sie aber nicht. Ich? Nee. Warum denke ich, dass um jede Ecke herum Krieg herrscht? Ich hole nur meine Wasserflasche zu mir hin. Ich kannte ihn ein bisschen. Netter Kerl. Er und seine Frau hatten 7 Kinder. Kannst du dir das vorstellen? Ehrlich gesagt
Auch so kurzen Schluck. Muss ich jetzt alleine großziehen. Sag das nicht. Sag das nicht. Ich suche ja noch. Aber interessant ist, wenn wir gerade keinen Spinnengegner mehr haben, ne? Was ist das denn für eine traurige Musik? Muss aber auch nebenbei sagen, 50% einer Holos muss nicht heißen, dass nach 100% Spiel vorbei ist. Kann ja auch sein, dass dann einfach nur die Nachrichten von denen aufgehört haben. Ach du Kacke! Müssen sie sein. Datenrettung teilweise abgeschlossen. Neue holographische Dateien stehen zur Verfügung. Abspielen. Okay, ich kann den Controller beiseite legen. Und ich lege dann auch kurz den hier, das Headteil ab. Dann kann ich in Ruhe und fehlen was trinken. Ach ja, ich muss ja noch was drücken. Ich hab's jetzt nicht übersprungen, ne? Bitte sag nicht, dass ich übersprungen habe. Wenn ich es übersprungen habe, dann gehe ich einmal kurz ins Menü zurück und gucke, ob ich nochmal zurückspringen kann. Ansonsten tut es mir echt leid. Ich habe X gedrückt gehalten in der Hoffnung, dass dann das da losgeht. Ich glaube, ich hätte einmal nur die Schusstaste drücken müssen. Aber mich interessiert tatsächlich sehr, was die miteinander gelabert haben. Ja, ich habe aus Versehen übersprungen. Ich gucke mal, ob ich in der Zeit zurückreisen kann. Und wenn ich jetzt auf Story gehe, ob wir die Sequenz nochmal sehen können. Ansonsten tut es mir furchtbar leid. Ich wusste nicht, dass ich es damit überspringe. Auf Dolly drücken. Auf YouTube schneide ich sowas übrigens raus, ne? So, es hat fertig geladen. Ne, ich kann euch die Sequenz leider nicht zurückgeben. Es tut mir furchtbar leid. Es tut mir leid. Ich wollte sie nicht überspringen, ehrlich. Ist sie mittlerweile Nacht jetzt endlich, oder? Hinweis. Da ist was zum Scannen. Bitte alle Fragmente lokalisieren und scannen.
hier. Ich bin im Herzen der Pilgrim. Siehst du Überlebende? Nein, noch nicht. Moment. Hallo? Wo seid ihr denn, Leute? Grant, du solltest zusammenpacken und herkommen. Sie wollen bestimmt sehr bald aufbrechen. Hallo? Sie müssen doch hier sein. Eva, deine Sauerstoffreserven sind jetzt bei 48%. Jetzt warte einen Moment, okay? Sie sind hier irgendwo. Ja, alle anderen sind wahrscheinlich schon längst weg. Da hinten muss ich hin. Blinkt sogar noch, das heißt, das Ding ist noch intakt. Ach, guckt euch das mal an. Wunderschön. Bisher nur Geröll hier. Mir gefällt es auch nicht, dass es hier so ruhig ist, ne? Mir war es zu ruhig. Ey, die sind schnell mal weggesniped. Vor allem, wenn es nur so wenige sind, sind sie ja nicht weiter schlimm. Wenn sie nebeneinander sind, können sie sich gegenseitig sprengen. Ich würde mal sagen, das Spinnenkapitel war damit einfach abgeschlossen, als die Maschinen auftauchten. Oh Gott, guck nicht in die Löcher rein, Shining. Okay, die habe ich runtergesniped. Gut, dass die so schlecht im Zielen sind. Aber so, jetzt kommt das Schlimmste von allen. Genau du. Aber mit Granaten, das erschien mir schlauer. Aber mit der Pilgrim kann man doch nicht mehr hier weg, die ist doch im Eimer. Was sind das eigentlich für Dinger? Pumpen! Alle Fragmente lokalisieren. Ich will da nicht in der Nähe bleiben. Also wenn es ein Scherz ist. Ich bin da. Okay, hier einmal durch. Gleich sind wir bei der Pilgrim. Ist das auch die richtige Raumstation? Das ist nicht witzig. Ah, da ist sie. Ja, Mädel, was suchst du?
Ich entschuldige mich nochmal, dass ihr die letzte Sequenz jetzt dadurch nicht sehen konntet. Aber ich kann daran jetzt auch nichts mehr ändern. Ich habe es aus Versehen weggedrückt. So. Ist das was zum kaputt machen? Nö. Fast angekommen, Leute. Okay, wie sieht unser Plan aus? Was machen wir jetzt? Wir machen einfach so weiter, okay? Schau einfach auf deine Monitore. Muss ich da irgendwie reinklettern? Ich hatte kurz die Augen zugemacht. Warum läuft der so extrem langsam? Erstmal gucken, was hier oben ist. Ist der richtige Weg. Wo zum Teufel sind denn alle? Wenn ich das wüsste. Wie ist sie da hingekommen? Einfach geht die Zeit schnell. Scheint nicht. Ist noch irgendjemand am Leben hier? Hallo? Bitte! Eva, es wird schon bald dunkel. Nein! Nein! Ich werde hier nochmal alles absuchen, verstanden? Und dann finde ich jemanden. Hört man nichts, weil ich gerade meinen Kopfhörer enthedern muss. Die haben sich komplett ineinander verkettert. Fragt nicht wie. Das sind die letzten. So. Okay, abspielen. Ich würde so diesmal nicht wegdrücken. Hey, du solltest was essen. Ich habe was entwickelt, das uns helfen kann. Kopfhörer und VR, das ist halt wirklich so ein Ding, ne? Diese Schätzchen nutzen Tageslicht und produzieren daraus Proteine, Kohlenhydrate und Sauerstoff für uns. Unbegrenzt. Ich gehe und platziere die hier oben auf dem Berg. Ich bin in ein paar Stunden wieder zu Hause. Sag dazu nicht zu Hause. Diesmal habe ich nichts weggedrückt. Bin ich stolz auf mich. Du kannst nicht rausgehen, ohne es mir zu sagen. Das ist gefährlich. Wir sind doch ein Team. Schau, so haben sie es gemacht. Es war keiner in der Pilgrim, als wir kamen, weil sie schon weg waren. Sie reparierten einen Shuttle und verschwanden dann. Und wir werden das Gleiche machen. Sie hatten wahrscheinlich mehr Leute als wir, aber wenn wir... Eva! Was? Wir müssen reden. Komm mal raus. Okay, was? Schau hoch. Dieser Stern. Sein Kern leuchtet besonders, denn er verliert seine Wasserstoffschicht schneller als die anderen. Das ist ein völlig einzigartiges Verhalten für einen Stern.
weiß, wo wir sind. Er heißt Ulas 744. Einer der am weit entferntesten Sterne von der Erde. Wenn du weißt, wo wir sind, kennen wir die Route nach Hause, richtig? Ja. Aber das heißt auch, dieser Planet liegt fast 800.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Sagen wir, du reparierst das Shuttle. Ohne ein Wurmloch zur Überbrückung der Distanz dauert die Reise zur Erde... Sie würde... Die Reise dauert... Wie lang? 3 Milliarden Jahre. Falls wir ankämen, wäre die Sonne schon lange ausgebrannt, die Erde wäre vereist, die ganze Menschheit wäre fort. Wie sollen wir denn dann nach Hause kommen? Zu Hause ist vielleicht nicht mehr die Erde. Vielleicht ist es hier. Lass mich bloß in Ruhe. Hier ist Eva Tyson. Kann mich irgendjemand hören? Wiederhole, hier Eva Tyson. Kann mich irgendjemand hören? Es ist nicht viel, aber ich habe einen Geburtstagskuchen. Ich will dich nicht kennen. Irgendwer. Bitte, irgendwer muss da draußen sein. Tut mir leid. Hast du was gesagt? Muss man ja auch mal irgendwas sagen. Around your world, pretty baby. Is it aching with some nameless need? Yeah. Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. Ich bin jetzt deine persönliche Delamitri Jukebox, bis du mir verzeihst. Die Wahrheit schmerzt. Und als du sie gesagt hast, tat es weh. Aber das gibt mir nicht das Recht, dir weh zu tun.
aus Versehen rausgezogen. Ich will nämlich nichts mehr. Ja, ich habe sie aus Versehen rausgezogen. Einen Moment, ich muss mir die Kopfhörer wieder reinsenden. Währenddessen könnt ihr da weiter zuhören. Ich frage mich, warum wird er bei mir immer leiser? Sie haben es geschafft, Nahrung anzubauen. Ich glaube, sie haben die Spinnen gegessen. Wie die wohl schmecken? Hat gerade hier echt wenig zu tun. Es kann natürlich sein, dass wir auch schon fertig sind mit Story, ne? Ich weiß nämlich nicht, wann genau ich den Erfolg bekommen habe mit dem 50%. Sie haben die Hoffnung auf jeden Fall schon aufgegeben, dass sie wegkommen. Die haben ein Kind zusammen. Man sieht es auf den ersten Blick nicht, aber sie ist schwanger. Ist es ja wenigstens ein süßes Kind. Geschichte, Mom. Meinst du nicht, diese Geschichte ist etwas zu gruselig? Mom. Okay. Also. Das Wurmloch öffnete sich und es verschluckte die ganze Station. Und mich und dein Dad. Und den Piloten, denke ich. Ist das die Person in dem kleinen Schiff? Ganz genau. Das kleine Schiff. Es verschluckte uns alle. Einen nach dem anderen. Wart ihr tot? Leute, da passiert was. Was ist das? Red? Komm, Susanne, los. Red! Oh mein Gott! Oh, so hell. Es tut ja den Augen weh. Ich habe die Augen gerade geschlossen und es blendet. Oh! Was soll ich denn jetzt machen? Nach ihren Sohn suchen? Mach ich denn bloß? Sie sind weg. Das ist eine gute Frage. Was mache ich jetzt?
Da kann ich runter. Das sind dann wohl meine nächsten Gegnertypen. Oh, da hinten blendet's. Ich krieg ein paar Granaten nochmal. Und ich duck's kurz an der Nase. Katzen. So. Dann wieder. Hab ihn getroffen. Intelligente Lebensform. Ein Treffer reicht aus, um die umzubringen. Aber was sind das für Viecher? Ich muss safe darunter. Ich glaube, das Scharfschützengewehr ist gegen die nicht so gut. Ich gehe mal lieber auf Schrotflinte. Außer es ist so ein Fernkampf. Damit nicht. Die sind zu wendig. Nur wenn die wirklich mal stillstehen, kann ich die mit dem Scharfschützengewehr treffen. Ja, die sind viel zu wendig. Hier hätte ich jetzt wirklich gerne das Sturmgewehr. Ich will mal kurz gucken, wie lange stream ich schon? Seit ungefähr einer Stunde, beziehungsweise so 50 Minuten. Ja komm, dann will ich hier mich jetzt noch einmal versuchen durchzuboxen. Zum Glück halte ich einen Treffer aus. Das sind, glaube ich, die Typen, die man auch im Mehrspielermodus gesehen hat. Abgetrocknet. So zu treffen. Was? Habe ich mich durchgeboxt? Nein, da ist noch einer.
Ich will mich bis zum nächsten Speicherpunkt noch durchboxen. Wahrscheinlich war das Teil, was die aus den Fugen geworfen hat, das Teil, womit wir runtergekommen sind. War ja, glaube ich, so 10 Jahre später zu dem Zeitpunkt. Ein Plasmagewehr. Plasmagewehr. Diese Alien-Waffe verschießt Plasmasalven und besitzt einen eingebauten Energieschild. Nach 5 Salven muss die Waffe nachgeladen werden. Bei Aktivierung entlädt sich der Schild mit der Zeit und wenn er Schaden nimmt. Doch er lädt sich bei Deaktivierung wieder auf. Okay. Ich habe bei den Teilen auch eingebaut ein Schild. Wenn ich die Taste gedrückt halte, habe ich ein Schild. Oh, die Waffe ist richtig cool. Ha! Jetzt können die mir nichts mehr. Akku ist aber auch ein bisschen schwächer. Puh. Okay, schnell wieder oben. Mit der Waffe kann ich hier arbeiten. Ein Schild ist leer. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Schnapp mir nochmal meinen Schub, bitte. Und hau nochmal sämtliche Granaten raus. So. Ist überhaupt nicht ungünstig, dass da diese doofen Dinger kommen, ne? Ich glaube, die Ladung ist Schild und Waffe zugleich. Also immer schön geladen halten, die Waffe. Aber die Waffe ist richtig cool. Scharfschützen! Okay, hier muss ich mit dem Scharfschützengewehr auf jeden Fall arbeiten. Ab euch! Okay, wo gehe ich am besten lang? Hi! Ganz schön hitzig hier. Ich muss das mal ausprobieren, ob ich das Teil aufladen kann, nachdem ich mit dem Schild was abgewehrt habe. Dann wüssten wir auf jeden Fall, ob das eine gleich das andere ist. Ah, dieses Rutschen, das tut weh. Schieß einmal. Nein, das beides gehört nicht zusammen.
Ich habe ein paar Schüsse abbekommen und habe versucht aufzuladen. Ging nicht. Okay, das ist unabhängig voneinander. Das Teil fällt auch ab. Erstmal den. Wir kommen noch leben. Ich weiß, dass ich ein Zielkreuz habe. Ich werde jetzt die ganze Zeit, dass ich ein Schild habe. Grausames Gebiet hier. Verdammt, ich habe die Drohne nicht getroffen. Ah. Einer weg. Ich muss unbedingt die Drohne zuerst runterschießen. Ja, und da wurde ich weggemetzelt. Wo ist mein Speicherpunkt? Genau hier. Okay. Ich sitze jetzt schon eine Stunde. Viel länger will ich die VR-Streams auch nicht wirklich halten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ein Follow auf Twitch da lassen, ein Abo auf YouTube. Und ich mache hier dann jetzt für heute Schluss. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann. Tschüss.